Verdammt. Ich glaube, dass uns dieser Mistkerl schon längst abgehängt hat. Immerhin haben wir nach dieser anstrengenden Odyssee das andere Ufer erreicht. Aber was ist das für ein ominöses Wikingerboot? Geschafft. Ja, unser Handy. Shit. Ja, das war ja klar. Selbst wenn unser Handy funktionsfähig wäre, glaube ich, dass wir hier keinerlei Empfang hätten. Ich frage mich, wohin unser Sohn verschleppt worden ist. Was ist das für ein Ort? Seltsam. Es bringt jetzt aber auch nichts hier, irgendwie so sinnlos durch die Gegend. Oh Gott, diese Musik, die ist so treibend. Oh. Es bringt auch gar nichts, jetzt sinnfrei durch diese Gegend zu sprinten. Ich muss mich erst einmal orientieren. Das scheinen getrocknete Fische zu sein. Mittlerweile existieren sie aber nur noch in Grätenform. Gut, jetzt scheinen wir an einer Weggabelung angekommen zu sein. Doch wie soll ich mich entscheiden? Will ich den linken Weg? Oder den direkt vor uns? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich entscheide mich für den Pfad, der beleuchtet ist. Ich will keine dunklen Pfade betreten. Espen! Shit, this can't be happening! Espen! Verdammt. Also ich habe ja in der vorherigen Folge das Wort wunderschön sehr inflationär gebraucht. Ja, ich muss mich jetzt revidieren. Dieser Ort ist nicht wunderschön, bei weitem nicht. Ja, er wirkt eher bedrückend. Irgendwie unwirklich. Und verfallen auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. Wie schon erwähnt, habe ich bewusst den beleuchteten Pfad eingeschlagen. Das werde ich auch künftig tun. Ich werde keine dunklen Pfade betreten. Ich glaube, das könnte etwas gefährlich werden. Licht ist in diesem Spiel unser Freund. Okay, und ich denke, dann habe ich ja schon genau in der vorherigen Ansicht gesehen, dieser Turm. Ich glaube, dorthin müssen wir. Das ist so eine Art Wachturm. Ach Gott, die arme Karen. Sind wir jetzt richtig? Ich hoffe ja. Wie gesagt, ich verliere immer so leicht die Orientierung. So, ich muss mal schauen. Okay, ich glaube, die Pfade sind zwar optional, aber sie führen zum gleichen Ziel. Oh, oh Gott, diese Geräuschkulisse. Aha. Was ist das? Eine Runenschrift? Und Runensteine? Also Espen! Übergroße Runensteine, die in einem Kreis angeordnet worden sind. Handelt es sich hierbei etwa um einen Ritualplatz oder ähnliches? Aber ich will mir diese Runenschrift erstmal anschauen. Was haben diese Schriften für eine Bedeutung inne? Ich kenne mich mit Runenschriften nicht allzu sehr aus. Also ich kann keine Runen lesen, um es beim Namen zu nennen. Ihr vielleicht? Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Das wäre schön. Gut, dann schauen wir uns mal das Bildnis genauer an. Darauf ist ein Scheiterhaufen zu erkennen, oder? Ein Lagerfeuer ist es nicht. Gott, wurden hier Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt? Ich hoffe nicht. Vielleicht wurde hier so eine Art Ritual vollzogen, um die Götter zu befriedigen, beziehungsweise zu besänftigen. Und das etwa mittels Menschenopfer? Ich will hier weg. Schnell weg hier. Schnell weg hier, ich fühle mich gerade gar nicht wohl. Ja, hier sind wir richtig. Oh, die Sonne. Ja, und so wie die Farbe des Himmels ausschaut, wird bald die Sonne untergehen. Ich hoffe, dass uns die Brücke halten wird. Nicht, dass am Ende das Holz morsch ist und wir hinabstürzen. Das wäre nämlich der sichere Tod. Aber das Panorama gefällt mir. Also irgendwie doch. Es hat irgendwie eine
beunruhigende Schönheit inne. Wo sind wir jetzt angelangt? Ist das hier so eine Art Dorf? Hello? Karen, ich glaube, wir werden hier niemanden erwarten. Schaut ja alles sehr verlassen aus. Auch verfallen. Gerade wenn wir uns dieses Haus hier anschauen. Das war mal ein Bett. Können wir die Häuser auch betreten? Ich meine, die jetzt noch ganz zu sein scheinen. Oh. Hey, is someone there? Eigentlich will ich das gar nicht wissen und du möchtest es bestimmt auch nicht wissen, Karen. Ich weiß nicht. Gut, das ist hier so eine Art Kochstelle. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Wir müssen doch hier irgendwelche Hinweise finden. Verdammt, irgendein Hinweis. Nix. Aber Karen ist sehr, ganz schön außer Atem, nachvollziehbar. Also nach der Odyssee im kalten Nass. Oh nein. Da kommen wir raus, oder? Ja. Ich will nicht gegen irgendwelche Zäune laufen. Genau, da waren wir schon. I should look around. Okay, Karen will sich umsehen. Das heißt, hier muss irgendwas Nützliches in der Nähe sein. Dieses Türknarren, ja. Das hört sich so furchterregend an. Also nicht vertrauenswürdig. Was ist das hier? Ein Horn? Das ist doch ein Horn. Ein Widderhorn. Askeladin und die Prinzessin. Brüder. Ich fand eine Tote, ein Widderhorn. Okay. Was soll das bedeuten? Brüder, ich fand. Hast du es jetzt mitgenommen? Ja, tatsächlich. Ich fand eine Tote, ein Widderhorn. Wurde etwa eine tote Frau gefunden? Gott, wurde sie von einem Widder angegriffen? Aber ich frage mich, ich weiß auch nicht, also wurde dieses Dorf irgendwie überstürzt von den Dorfbewohnern verlassen? Ich meine, die haben ja so viele Sachen zurückgelassen. Töpfe, Körbe, seltsame Widderhörner. So kleinere Utensilien. Oder sind die urplötzlich verschwunden? Ist alles sehr merkwürdig, ich weiß nicht. Mir auch nicht weiter. Befindet sich hier etwas Nützliches? Ein Hinweis vielleicht, bitte? Nein. Es gefällt mir absolut nicht hier. Verdammt. Was ist das für ein Ort, Karen? Wo hat dieser Typ unseren Sohn hin verschlagen? Da brennt aber eine Kerze. Also ist das Dorf doch nicht verlassen? Also irgendjemand muss sie ja hier aufgestellt haben. Und auch angezündet haben. Ich bin gespannt, was uns dieses Schriftstück offenbaren wird. Torstein. Okay. Der alte Erik. Geschichten der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige Hurensohn hat Raiders Junge mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen, obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben, das arme Ding.
Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore, die verfluchten Tore öffnen sich nicht für unser Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Ray das Junge der Letzte war. Die Verderbnis dieses Mannes, sein Herz, wenn er denn eins hat, muss so verwest sein wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle, das ganze faulige Pack. Und verflucht sei der mordende Bastard Erik. Erik, wer ist Erik? Erik. 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 Okay. There was a folk tale in the town where I was born about a man called Old Erik. They said he would sneak into the village at night and steal away children who misbehaved. My parents used to tell me that I had to be good or Old Erik would come and take me. At the time, it didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. But later, I wasn't so sure. Ach Gott, Karen, was willst du uns damit sagen? Dass dieser Erik oder Erik wirklich existiert? Hat er etwa Espen entführt? Ich meine, weil er nicht auf dich gehört hat? Weil er sich Richtung Steg bewegt hat und dies zweimal? Weil er nicht brav genug war? Ich weiß nicht, treibt sich dieser Erik noch hier herum oder? Ich weiß es nicht. Oder jemand, der sich dieser Rolle angenommen hat. Und ich frage mich, wie alt auch dieses Dorf ist. Ich meine, diese Aufzeichnung. Okay, was wir uns merken müssen, sind diese ganzen besonderen Runensteine hier. Diese übergroßen Runensteine. Ich weiß nicht, so wirkt es. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Da sie irgendwie, ja, die Pfade kennzeichnen. Und wir uns daran orientieren können. Also damit wir eben nicht vom Weg abkommen. Gut. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Gebäude zu betreten. Gut, aber hier ist ja alles schon so verfallen und morsch. Hier, alles wurde irgendwie zurückgelassen. Ich frage mich, das ist doch so eine Art Wirtshaus, oder? Oder also auf jeden Fall haben bestimmt die Dorfbewohner hier des Öfteren ausgiebig gefeiert. Die haben sich das wahrscheinlich hier gut gehen lassen, wieder eine Kochstelle. Und ich weiß nicht, entweder wirkt es so, als hätten die von einem auf den anderen Tag all ihre Sachen gepackt und wären geflüchtet. Haben nur das wichtigste Hab und Gut mitgenommen. Oder sind sie plötzlich auf einmal alle verschwunden? Ich weiß es nicht. Hat es was mit diesem alten Erik zu tun? Weil die Kinder dieser Dorfgemeinschaft nach und nach alle verschwunden sind? Ach Gott. Da und wieder. Schon wieder eine Kerze. Also irgendjemand muss hier noch... Das muss doch dieser Typ sein. Der hat die doch bestimmt alle aufgestellt. Und hier sitzt ja wahrscheinlich immer das Oberhaupt des Clans. Hält dieser Typ sich hier für das Oberhaupt? Er hat bestimmt diesen Platz für sich auserkoren. Wie gesagt, das ist alles wirklich so seltsam und so unwirklich. Musik. Was hat das zu bedeuten? Ich will irgendwie mal gar kein Gebäude betreten, aber wir müssen es ja tun. Hier wieder ein Schriftstück. Wird es uns wieder irgendetwas Schreckliches offenbaren? Okay. Der Racker. Geschichten der Dorfbewohner.
Hab gestern vom Wachturm aus ein Glimmen in der Nacht erspäht. Muss dieser seltsame Rackermann gewesen sein, der wieder seine Laternen entzündet. Wenn ich sehe, wie er da so im Dunkeln herumschleicht, will ich meinen Bogen noch fester packen. Aber er ist der Einzige, der die Toten wegbringt und dafür sorgt, dass die Pfade beleuchtet sind. Er macht schon länger, als alle denken können. Aber keiner weiß, warum. Es sieht ihn auch keiner, wenn er es macht, weil er immer nur in tiefschwarzer Nacht arbeitet. Die Alten stellen ab und zu Körbe mit Brot außen an den Zaun, damit er zu essen hat. Am nächsten Morgen sind sie immer fort. Es sei denn, ich beobachte sie die ganze Nacht. Dann wird das Brot hart und die Krähen fressen es. Scheint, als könne ich nach dem alten Racker Ausschau halten, so viel ich will. Er hat mich besser im Blick, als ich ihn. Okay. Wer ist dieser Racker? Ein Außenseiter, ein Aussätziger, der auf jeden Fall nicht zu dieser Dorfgemeinschaft gehört. Und der die Toten von hier wegbringt? Aber wohin? Und er bewegt sich nur in tiefschwarzer Nacht. Oh nein, ich will gar nicht, dass die Sonne irgendwie untergeht, weil ich weiß nicht, ob er friedlich ist, ob er uns gegenüber wohlgesonnen erscheint oder ist, falls wir ihn überhaupt antreffen werden. Oh nein. Er beleuchtet die Pfade. Ob er jetzt auch die Kerzen hier entzündet hat? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, hier wurden Boote hergestellt oder gelagert, wie auch immer. Von dort aus kommen wir. Ich möchte nichts verpassen, also nicht, dass ich irgendwie einen Hinweis übersehe. Ach gut, von dort aus kommen wir. Okay, in Ordnung. Dann bewegen wir uns hier rechts runter. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Also diese ganzen Schriftstücke. Oh, Hilfe. Auf jeden Fall müssen wir diesen Typen hier finden. Wenn er sich für diesen alten Erik ausgibt oder dafür hält. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ja, hier war ich schon. Gut, in diesen total zerfallenen Gebäuden gibt es gar nichts zu finden. Irgendwas leuchtet da. Ich habe irgendwas gerade reflektieren gesehen. Oh, die Sonne. Schaut euch das an und die Sonne geht bald unter. Da ist doch was. Glücklicherweise. Gut, aber ich möchte erst... Genau. Dieses Gebäude betreten. Nichts. Rein gar nichts. Oh. Doch, da ist irgendwas. Was ist das? Irgendein Geflecht? Ring aus Birkenruten. Schon wieder. Askeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand einen Ring aus Birkenruten. Was hat es denn... Ja, also Karen nimmt es ja alles mit. Was hat es denn mir zu sagen? Also ich weiß es nicht. Seid ihr irgendwie in der Sagenkunde, in der nordischen Sagenkunde fündig? Kennt ihr euch da aus? Okay, von dort aus kommen wir her. Aber die Aussicht, die ist echt wirklich der Hammer. Ich weiß nicht, aber die Also teils wirkt es lebendig. Also auf der einen Seite wirkt es wirklich lebendig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie tot. Hier müssen wir wieder runter. Und ich muss mich auf jeden Fall informieren, also für die nächste Folge. Ich will wissen, was die Geschichte um Askeladen und die Prinzessin. Also ob das eine tiefere Bedeutung hat. Zu diesem Gebäude kommen wir nicht, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Was ist denn das für... Haben wir das schon mal gesehen? Es ist Espen's.
He must have dropped it. I'm coming, Espen. Ja, na klar. Also in unserem Schlafzimmer. In unserer Blockhütte. Genau, Schneemann. Ein Reflektor. Espen loved his reflectors. He collected them from magazines and cereal boxes. And I bought him a couple from the gas station by our house. He'd hang them from the curtain pole at the cabin and wave his flashlight over them at night to watch them shine. I could hardly believe any of this was happening, but what I did know was that the reflector I found was his. What I couldn't know at the time was that he'd left me more. A trail. And as long as I stumbled across these reflectors now and then, that Espen was still alive. Okay, Espen ist ein schlauer Junge. Ja genau, in unserem Schlafzimmer, da hingen doch mehrere Reflektoren. Ich habe da nur nicht so drauf geachtet, aber jetzt... Also Espen ist ein wirklich schlauer Junge. Er wird halt Spuren hinterlassen, bewusst, damit wir zu ihm finden. So, seht ihr, was ich meinte? Also die markieren irgendwie immer ja, einen Pfad, damit wir wirklich nicht vom Weg abkommen. Oder haben die auch was anderes zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber seht ihr, also wisst ihr, was ich meine? Manche Bäume scheinen tot und unkränklich, manche noch einigermaßen gesund. Oh nein, und es scheint immer dunkler zu werden. Haben wir nicht unsere Taschenlampe am Mann? Nein. Ach, verdammt. Also, es geht nicht. Ich versuche irgendwie, die einzuschalten, aber es funktioniert nicht. Oh nein. Und jetzt zieht hier auch noch ein Gewitter auf. Und so wie es ausschaut, schaut euch mal diesen Baumstamm an, muss es hier öfter stürmen und gewittern. Ach, das... Also, es muss ja nicht jetzt sein, dass hier... Seht euch mal hier diese dichte Wolkendecke an, die ja langsam aber stetig aufzieht. Klar. Also das hat uns gerade noch gefehlt. Okay. Okay. War das... Also ist das, was die meinten mit dem Racker? Sind das die Pfade, die beleuchtet sind? Ich weiß es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Was bedeutet das? Myrkstat. Okay, oder das ist so eine Art Checkpoint, weil wir in diesem Spiel keine... Also wir können hier nicht frei speichern. Ich denke, das wird immer feste Speicherpunkte geben. Und vielleicht ist es so eine Art Checkpoint vom Racker, Mann oder wie auch immer. Hier extra aufgestellt. Leuchtende Runen wurden eingraviert. Oh, Hilfe. Toll. Und wo sollen wir uns schützen? Espen! They can't be far ahead. Ich weiß auch nicht, wie groß dieses Gebiet hier ist. Klar können sie nicht weit sein, aber die Frage ist... Ich meine, wohin? Ich meine, das Schlimme ist ja, dass sich dieser... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Erik, dass er sich ja auch bestens auskennen muss. Ich meine, das ist ja sein Gebiet, sein Revier. Oh, Hilfe. Ich gucke mich nur einmal hier nochmal um. Das Gute ist, also selbst wenn die Sonne untergeht, ich weiß ja nicht, also diese Reflektoren, wenn die auf, oh Gott, wenn es hier ganz dunkel ist, oh Gott, das ist grausam. Wie sollen wir uns denn hier zurechtfinden? Wir haben noch nicht mal irgendwie Licht, ob wir noch Licht finden. Auf jeden Fall können wir dann damit diese Reflektoren anstrahlen, wenn es möglich ist. Vielleicht hat auch der Mond genug Kraft, um sie zum Glitzern zu bringen. Shit. The old bastard must have pulled the bridge across. Ja, na toll. Too far to jump. I'll have to go down. Oh ja, oh Gott, was ist denn das für eine Schlucht? Müssen wir jetzt wirklich da runter? Das ist ja so abschüssig.
Und wenn hier ein Stein auf einmal wegrutscht. Oder wenn es überhaupt zum absoluten Steinrutsch kommt. Da seht ihr. Schon wieder ein Licht, was brennt. Was war denn das? Oh, Gott sei Dank ist nichts passiert. Stell dich mal vor, wir hätten uns jetzt hier den Knöchel verstaucht oder so oder Schlimmeres. Gerade so ein bisschen erschrocken. Aber wo sind die denn entlang? Da oben, oder? Ich kann es nicht erkennen. Also müssen wir irgendwie hier raus. Aber wie sollen wir denn... wir sind da jetzt unterirdisch. Die werden sich doch nicht hier lang bewegt haben, oder? Wartet mal, ich gehe mal kurz zurück. Oder sind die einfach von der anderen Seite abgestiegen? Was ist das hier? Okay. Die sind hier entlang. Was ist denn das für eine Höhle? Ich sehe auch nichts. Oh, that's Espen's flashlight. Oh nein. Und seine Jacke. I'm coming.